ja die letzten Beiträge und die Aufzeichnung zu diesem Webinar und zu allen anderen Webinaren, die bekommt ihr immer am Wochenende über unseren Newsletter zugeschickt. Also da solltet ihr auf alle Fälle mal aufpassen, dass ihr den auch erhaltet und dann entsprechend euch das Ganze nochmal ja, ansehen könnt. Ihr könnt prinzipiell auch immer gerne E-Mails rund ums Thema Trading an info@karls-trading.de, wenn es persönlich an mich sein soll, dann hängt ihr einfach statt dem Info das 5 vorne an. Das hier ist meine geschäftliche Telefonnummer, die nun endlich stimmt. Die war nämlich im zweiten Webinar falsch, statt dem Zahlendreher hier. Da könnt ihr per WhatsApp schreiben. Lieber ist mir allerdings noch, ihr ruft an, ja, damit ich den ganzen Tag schreiben muss. Ein bisschen reden ist zwischenzeitlich ganz interessant. Mein persönlicher Instagram, weil ein paar danach gefragt haben, da ist nicht viel los. Interessanter ist er, wenn er da auf Karls Trading vorbeiguckt. Gut, es ist 2 nach 18 Uhr. Ich würde sagen, wir fangen an. Ganz, ganz wichtig für diese Art des Webinars, so wie es ich jetzt vorhabe, ist immer euer Feedback. Das heißt, bitte nutzt ganz fleißig die Chat-Funktion. Und ich werde euch jetzt zu Beginn ganz kurz einen Überblick über dieses Webinar geben, weil wir haben einiges vor und ich würde euch auf alle Fälle raten, wirklich bis zum Schluss zu bleiben. Denn der Knackpunkt dieses Webinars, damit ihr es versteht, wird erst hier zwischen 2 und 3, diesen Praxisbeispielen, wird euch das bewusst werden. Dann werdet ihr das verstehen, was ich euch hier erkläre. Nichtsdestotrotz fangen wir mit einem theoretischen Teil an. Ja, welche Faktoren beeinflussen das Risiko? Das ist jetzt mal so ein allgemeiner Bereich. Und ich werde euch dann auf Basis dieses Wissen mitnehmen auf zuallererst mal einen Chart, ja, völlig unabhängig welcher. Wir werden da ein Setup ganz grob durchplanen, ja, so wie ihr es wahrscheinlich aus den Forex-Webinaren mit mir kennt. Und dann werden wir für dieses Setup entsprechend das Risiko berechnen. Ja? Gut, und zuallererst habe ich mal wieder, ihr wisst ja, ich habe immer so einen kleinen Fable für sogenannte Memes. Ja? Übertreiben Sie es? Das ist so eine Frage an den Chat, an euch alle. Ja? Hier steht 100 Dollar Account, ja? Von Tom und Jerry hier. Und hier haben wir die 0,8 Lots. Ja? Ich bin mal gespannt, ob das alle verstehen. Vom Prinzip her heißt das, dass du einfach viel, 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 viel zu groß eigentlich all in mit deinem Konto da drin bist. Entschuldigung. Ja? Ist euch das denn schon mal passiert? Ja, dass ihr wirklich, oder ich denke, ich kann jetzt fast erübrigen, ja, vor allem zu der Zeit, wo es noch so hohe Hebel gab. Da werde ich nachher auch mal ganz kurz rumschneiden über das Thema Hebel. Zu Beginn glaube ich, dass sehr, sehr viele mit viel zu großen Einsätzen unterwegs waren. Ja, kennt ihr das? Wenn ihr, und ich finde eigentlich das Bild wirklich klasse, dass ihr mit so einem Mini-Account hier am Anfang immer, sagt der Harley, danke, dass ihr hier so mehr oder weniger ja, den Suizid vollzieht mit einfach dem Kapital, was ihr auf dem Konto habt. Ja. Finde ich ganz gut. Ja. Welche Faktoren beeinflussen das Risiko pro Trade? Damit zuallererst mal die Kontogröße. Also das ist jetzt der theoretische Part, den wir jetzt hier durchziehen und dann werden wir uns das Ganze in der Praxis ansehen. Ja. Welche Faktoren beeinflussen das Risiko pro Trade? Ihre Kontogröße. Man könnte jetzt sagen, man nimmt immer bloß einen gewissen prozentualen Teil seines Kapitals und lässt das immer gleich. Ich finde das aber nicht unbedingt sinnvoll aus dem Grund, wenn man zum Beispiel ein sehr, sehr kleines Konto hat, ja, wie eben gerade zum Beispiel die 100 Dollar. Da ein Risiko von 1% zu nehmen, wird schwierig, denn selbst eine Mikrolot, ja, also wirklich 0,01 Lot, lässt fast keinerlei Range an Stop-Loss zu. Ja, das heißt, es ist gar nicht möglich, dass man mit so einer Kontogröße wirklich 1% fährt. Ja, die Realität wird aussehen, dass wir halt 0,3 oder irgendwie sowas fahren und hier ein bisschen rumschieben müssen. Das heißt, dass wir vom Risiko her, dass wir pro Trade eingehen, wesentlich höher schon sind. Im Gegenspiel dazu ist es so, je größer das Konto ist, desto kleiner sollte eigentlich das Risiko pro Trade werden. Das erkläre ich euch später noch. Der nächste Faktor, der sehr, sehr wichtig ist, den wir uns nachher auch in der Praxis ansehen, ist die Trading-Analyse plus Timeframe. Es ist natürlich entscheidend, was ihr für ein Setup plant, was ihr traden möchtet. Da habe ich einen kleinen Ablaufplan für euch jetzt gleich. Und natürlich auch, in welchem Timeframe ihr unterwegs seid. Ja? Wenn ihr eine Einsatzgröße nehmt, die für euch Standard ist, ja, sagen wir mal, ihr seid überwiegend im 4-Stunden-Chart unterwegs, und nehmt 1% Risiko pro Trade. Ja? Das heißt, wir haben eine Einsatzgröße und eine gewisse feste Range an Stop-Loss. Es macht keinen Sinn, dieses gleiche Setup einfach im Weekly zu machen. Wir haben hier ein viel, viel höheres Volumen. Der Kurs wird viel, viel länger brauchen, um auf dieses Setup zu reagieren. Das heißt, wir können das Risiko zwar gleich lassen bei 1%, müssen aber entscheidende Sachen variieren. Ja? Stop-Loss höher setzen, Einsatzgröße verringern.
zeige ich euch auch später. Was auch wichtig ist, natürlich die fundamentale Analyse, vor allem, wo wir eben gerade in sehr fundamental beeinflussten Märkten unterwegs sind. Thema Brexit, ja, Thema Trump-Tweets. Das ist immer so eine Sache, da muss man sich immer belegen, wenn man jetzt zum Beispiel den Pfund US-Dollar nimmt, das ist ein risikoreicher Markt, das weiß wahrscheinlich jeder von euch, vor allem der Brexit, ob er jetzt kommt oder nicht, aber dieses Datum ist, rückt immer näher. Das heißt, wenn ihr solche Kurse handeln möchtet, dann würde ich von vornherein schon ein kleineres Risiko pro Trade eingehen. Gut, soweit verstanden alle, plus für ja, minus für nein. Wenn nicht, ja, dann bitte auch die Frage schnell dazu schreiben, dann gehe ich da nochmal genauer ein. Okay. Ich mache jetzt einfach eine Folie weiter. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt es bitte rein. Ja, ich erkläre euch das auch gerne. Warum die Kontogröße wichtig ist, ich habe es gerade schon vorhin vorweggenommen. Das Kapital gibt Verluste und Gewinne quasi vor. Das heißt, wenn ich hergehe und habe ein 1.000-Euro-Konto und trade 1% an Risiko, dann wären das 10 Euro. Das heißt, für diesen Trade würde ich, oder diesen Trade müsste ich so anpassen, dass ich maximal am Stop-Loss 10 Euro verliere. Ja, soweit könnt ihr mir folgen, oder? Und das heißt aber auch, dass ich mit diesem Risiko, dass mir das Konto ja mit 1.000 Euro vorgibt, auch meine Verluste und Gewinne vorgegeben habe. Die Verluste dürfen ja immer nur gegen 1% laufen. Aber folgendes Beispiel. Ich könnte ja rein theoretisch auch mit einem Mikrolot reingehen, mit 0,01 Lot, ja, und könnte dafür einen sehr hohen Stop-Loss nehmen. Ja, das heißt, der Kurs hätte ewig Zeit, um sich in meine Richtung zu bewegen und würde dann entscheiden, am Stop-Loss erst die 10 Euro verlieren. Im Gegenzug ist es natürlich in Gewinnrichtung genauso. Das heißt, wenn ich natürlich so einen kleinen Einsatz habe, um so eine hohe Range zuzulassen, dann sind meine Gewinne, die sich entsprechend entwickeln, genauso klein. Und beim Traden ist es einfach so, ob ihr jetzt Daytrader oder Swingtrader seid, falls ihr den Unterschied nicht wisst, da gibt es übrigens schon ein Webinar dazu, findet ihr auf dem Blog. Es gibt immer Gewinnziele, die wahrscheinlicher sind, dass sie erreicht werden als irgendwelche abstrus Sachen. Ja, also zum Beispiel am Tag ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass ein Ziel erreicht wird, ja, zum Beispiel im Daytrade oder zum Beispiel, wenn man sagt, im Swingtrade über die nächsten Tage. Ich fände es jetzt absolut nicht sinnvoll, einen Take-Profit zu nehmen, der irgendwo in der Zukunft liegt, der nie erreicht wird. Ja? Und somit, also ich hoffe, ihr könnt diesen Gedankengang nachvollziehen, durch das, dass ich eben so ein vorgegebenes maximales Risiko habe, mit einem kleinen Einstieg bei hoher Range, entscheidet das auch über meine Gewinne, weil eine gewisse Bewegung ist erstmal nur wahrscheinlich. Alles danach können wir nicht abschätzen. Ja? Zu wenig Kapital führt automatisch zu höheren Risiken. Ist klar, das ist vorhin das mit diesem 100-Euro-Konto oder 100-Dollar-Konto. Ja, 1% Risiko da zu fahren, ist fast nicht möglich. Ja, da seid ihr einfach bei 4, 5, 6% immer drin. Ja, das wird sich auch lange so halten. Ich würde da auf alle Fälle wesentlich höhere, ja, wesentlich mehr Kapital einzahlen entsprechend, damit ihr hier auch effektiv mit dem Ganzen umgehen könnt. Der Hebel ist jetzt so eine Sache, die nicht unbedingt da das Risiko beeinflusst, aber eine Sache ist, die ich sehr, sehr für wichtig halte und hier noch mit aufnehmen möchte. Klare Frage an euch, an die CFD-Trader. Wer weiß und wer ist sich sicher, was der Hebel ist? Ja, jeder weiß es, jeder hat es schon mal gehört, aber was macht der Hebel? Das ist, glaube ich, ganz, ganz interessant. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, wir haben eine männliche Pinkfarbe, ja, wir machen hier mal 30 zu 1. Ja, sehr schön. Da fehlt eine 0. Ja. Ein 30 zu 1 Hebel. Wisst ihr, was der macht? Vielleicht mal Plus für Ja, Minus für Nein. Ihr braucht euch da auch nichts denken. Das ist jetzt nur mal so für mich als Orientierung, damit ich weiß, wo denn so der Wissensstand hingeht. Ja, das ist sehr wichtig, vor allem für CFD-Trader. Was macht Minus? Also haben wir wenigstens schon mal einen, auf dem ich es erklären kann. Ja, okay, super, Hanni, der Hans auch, ja. Sehr schön. Ich werde euch das ganz kurz erklären, oder ich könnte euch eigentlich noch eine Fangfrage dazu stellen. Ja. Was beeinflusst denn diese Hebel? Wo ist der Unterschied zwischen zum Beispiel einem 30 zu 1 und einem 300 zu 1 Hebel? Wisst ihr denn das? Ja? Es reicht, wenn ihr das Stichwort in den Chat schreibt, was ihr denkt, was es beeinflusst. Ich gebe euch noch eine Minute, weil ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Die Margen.
Okay, also der Chef hat auf alle Fälle recht, es beeinflusst die Margen, genau. Es beeinflusst nicht die Gewinne. Es hat nichts damit zu tun, wenn ihr jetzt mit einem Lot tradet oder sagen wir mit 0,1 Lot tradet, spielt es keine Rolle, ob ihr einen 30 zu 1 oder einen 300 zu 1 Hebel habt. Das spielt keinerlei Rolle. Das Einzige, was passiert, ist, dass dieser Hebel eure Margen beeinflusst. Also wie viel Kapital ihr braucht, um diese 0,1 Lot zu handeln. Ja? Das heißt, ihr müsstet hier bei, wenn wir sagen 0,1 Lot, müsstet ihr hier circa, was weiß ich, 333 Euro aufbringen an Sicherheitsmarge. Ja? Bei einem 300 zu 1 Hebel wären es bloß noch 33 Euro. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, was wir hier oben angeschnitten haben, mit den kleinen Konten. Wenn ihr natürlich ein 100-Euro-Konto habt und ihr habt einen 500 zu 1 Hebel, dann könnt ihr natürlich solche großen Lottzahlen traden. Wenn ihr aber ein ganz normales EU-Konto habt, ja, das ESMA-konform ist. ESMA-konform, das ist diese Regelung, dass es maximal einen 30 zu 1 Hebel gibt. Dann könnt ihr 0,1 Lot mit 100 Dollar gar nicht handeln oder 100 Euro. Das geht gar nicht. Ja? Gut, ich hoffe, soweit verstanden. Das war jetzt für mich ganz wichtig. Ja? Ich lösche das mal ganz kurz. So. Dann geht es weiter. Und zwar, also wir hatten bis jetzt, wie die Kontogröße für unser Risiko verantwortlich ist. Und wir haben jetzt den Bereich, wie die Analyse unser Risiko festlegt. Und zwar habe ich mir das mal, das ist gar nicht so einfach, dass ich das euch hier in irgendeiner Tabelle festhalte und werde entsprechend euch das mal ganz kurz erklären. Und zwar, eine Analyse hat ja einen gewissen Ablauf. Ihr kennt es ja von unserer oder von meinen Forex-Analysen, das läuft immer gleich ab. Das heißt, ich gucke mir zum Beispiel erstmal den Kursverlauf im Weekly Chart an. Und dann schalte ich im Daily Chart runter. Somit erreiche ich, So, Entschuldigung. So, das Setup legt fest, oder die Analyse legt fest, wie ihr in diese Position einsteigen wollt. Ja? Wenn ich im Weekly das Ding analysiere und ich sehe einen fallenden Kurs, dann würde ich das im Daily natürlich auch favorisieren, ja? Weil der übergeordnete Trend ist im Weekly Short zum Beispiel, dann werde ich im Daily auch eher Short-Positionen eröffnen als Long-Positionen. Das heißt, Setup mit dem Trend oder nicht. Ja? Und mit diesen Pfeilen hier meine ich jetzt nicht die Long-Richtung, sondern das Risiko hoch bzw. gleich lassen und hier das Risiko runter. Ja? Für mich ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass das Setup, das ich handle, mit dem Trend ist. Ja? Und das hier gibt zu diesem Wichtigkeitsfaktor an. Das heißt, das Erste, was ich mir überlege, ist dieses Setup, das ich handeln möchte, mit dem Trend oder gegen den Trend. Ist es mit dem Trend? Super, lasse ich das Risiko so. Ist es gegen den Trend? Ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kurs nicht so weit läuft? Und daher gehe ich von Haus aus schon kleiner vom Risiko rein. Das heißt, was ich jetzt hier verändere, ist das Risiko pro Trade. Wenn wir hier noch 1% fahren, dann fahren wir hier vielleicht bloß noch 0,5% oder noch weniger. Verstanden? Ansonsten bitte in den Chat reinschreiben. Dafür ist er da. Qualitativer Kursverlauf oder nicht? Auch eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, ist, wie sich ein Kurs verhält. Das heißt, wie sehen die Kerzen zueinander aus, ja, oder wie sieht die Bewegung vielmehr zueinander aus? Es ist ein ständiges Auf und Ab, ein ständiges Querschießen mehr oder weniger, dann ist das unqualitativ. Ja? So einen unqualitativen Kursverlauf, wenn ich vor mir habe, ich den aber traden möchte, dann weiß ich von vornherein, okay, das Ding ist risikoreicher, daher gehe ich vom Risiko noch weiter runter. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Setup hätte, gegen den Trend und unqualitativ, ja, weil wir hier halt vielleicht irgendeinen Intertrend haben, da bin ich hier schon bloß noch bei 0,25% zum Beispiel pro Risiko. Ja? Das heißt, diese Kriterien wiege ich gegeneinander ab und daraus bastel ich mir, hallo Kai, kein Problem, aus diesen Kriterien bastel ich mir das Risiko für diesen Trade. Wie lange soll das Setup laufen? Spielt natürlich auch eine Rolle. Ja? Wenn ihr nur schnell rein wollt und schnell wieder raus wollt, dann könnt ihr das auch schon mal risikoreich fahren. Wenn zum Beispiel die vorherigen Kriterien erreicht sind. Wenn ihr das Ding aber möglichst lange halten wollt, dann würde ich vom persönlichen her immer das Risiko ein bisschen geringer halten, ja, um lange, möglichst lange eingekauft zu sein. Ja,
Das erkläre ich euch später auch nochmal. Ziele leicht erreichbar. Ziele leicht erreichbar. Switchst du also mit dem Risikofraktionen? Ja, definitiv. Ja, also ich werde euch das jetzt nachher im Praxisbeispiel zeigen, wie ich das handhabe. Aber das ist eigentlich so das, was ich hier im Kopf habe. Sven, ich gehe darauf gleich nochmal ein. Sven fragt, ob ich mein Risiko switche zwischen 1 und 2%. Erkläre ich euch gleich nochmal. Ziele leicht erreichbar. Ja, das ist das, was ich vorhin angeschnitten habe. Einen Take-Profit, der relativ, ja, wahrscheinlich erreicht werden kann, weil er eigentlich ewig weit weg liegt. Das ist für mich schon mal auch ein Hinweis, dass das Risiko wahrscheinlich okay ist, dass diese Take-Profit oder diese Gewinnzone, es muss ja nicht mal der Take-Profit sein, es kann ja auch die Gewinnzone sein, erreichbar ist. Das ist für mich auch so ein Indiz, okay, Risiko können wir so lassen, sieht gut aus. Und dann haben wir natürlich noch den Aspekt der Fundamentalanalyse, auch sehr wichtig, ja, würde ich gleichsetzen auf alle Fälle mit dem Trend, ja, wie könnte sowas aussehen? Ganz klassisch, ja, Brexit wieder, Trump-Tweets könnte nicht vorhersehen, aber zum Beispiel Wahlen, die in den wichtigen Ländern sind, wo auch immer, ja, oder in welchen Produkten ja auch immer das handelt, oder wichtige Zahlen, wie zum Beispiel die Zentralbanken, die online gehen, diese Nachrichten sind wichtig und die solltet ihr auf alle Fälle auf dem Schirm haben. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr damit umgeht, ja, ich denke, das ist auch sehr, sehr schwer, dann macht es zumindest so, dass ihr euch diese wichtigen Termine irgendwie an den Post-it hier an euren Monitor klebt und dass ihr zumindest wisst, wann sie sind. Und wenn ihr wisst, es kommen welche, dann seid kleiner vom Risiko drin, denn das kann auch ganz, ganz böse schnell nach hinten gehen. Ja? Gut. Wann funktioniert das alles nicht? Das ist jetzt die Quizfrage an alle, die paar Sachen schon von mir gesehen haben, ja, wann funktioniert das ganze Zeug jetzt hier, was ich euch erklärt habe, ja, diese mittlerweile 18 Minuten, wo ich hier quatsche, fröhlich vor mich hin quatsche, wann funktioniert das nicht? Habt ihr eine Idee? Ja, vorher können wir nicht weitermachen, weil Rang sagt mir nichts. Meinst du Range, Harley? Wenn Trump twittert. Kai, sehr gut. Das ist zu zart. Ich meine nicht fundamental. Ja, es ist sehr gut. News. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ja? Wenn Trump twittert, dann funktioniert der ganze Mist natürlich nicht. Das ist klar. Ich meine jetzt nur technisch. Ja, die Frage ist wahrscheinlich viel zu blöd gestellt und die Antwort viel zu einfach. Ja, und aus gegebenem Anlass sagt euch das die Greta, wenn ihr keinen Stop-Loss habt. Ja, also wenn ihr ohne Stop-Loss tradet, sowas, was euch klassischerweise ganz gerne mal von irgendwelchen Brokern mitgeteilt wird, dann funktioniert der ganze Mist, den ich euch hier mitgebe, nicht. Ja, das heißt, das A und O ist für euch, mit Stop-Loss zu traden. Weil sonst bringt sämtliche Berechnungen, die ich euch jetzt dann zeige, oder sämtliches Vorgehen, nichts. Okay? Gut, ich würde sagen, wir switchen ganz kurz. Und ich habe es leider zugemacht. Ich habe leider hier die Leiste drüber. Ja, entschuldigt, das Rumwischen. So, wir gehen hier ganz kurz rein. Und zwar machen wir das Risiko heute mal, oder diese Berechnung, an einem Markt. Ich hätte jetzt hier den Euro-US-Dollar offen. Ich mache jetzt hier keine große Analyse, aber wenn das für euch okay ist, hier ist auch nichts eingemalt, dann würde ich das mit euch jetzt ganz kurz durchrennen, ja? Dass wir das jetzt hier mal durchbasteln können. Und was ich von euch brauche, ist, dass ihr euch diese Liste, die ich vorhin hatte, dieses Plus, 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 Minus, 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 dass ihr das Dach nochmal zu Gedanken ruft. Und das haken wir jetzt ganz kurz ab. Schauen wir kurz im Weekly. Im Weekly haben wir hier eindeutig einen Short-Trend. Ja? Eindeutig im Euro-US-Dollar und das über mehrere Wochen, seid ihr oben. Und ich gehe auch persönlich davon aus, dass sich der Euro-US-Dollar weiter Short entwickelt. Natürlich immer wieder mit Korrekturen dazwischen, aber prinzipiell ist das Ding Short. Ich denke, da sind wir einer Meinung, hoffe ich zumindest. Ja. Und das heißt für mich schon mal, ich möchte Short-Positionen eröffnen und ich suche mir Short-Einstiege. So, rein fiktiv mache ich nun Folgendes, dass ich sage, okay, wenn der Kurs hier hinkommt, dann eröffne ich eine Short-Position. Okay? So, das heißt, wenn der Kurs hier hochkorrigiert, dann gehen wir hier Short. Das heißt, mit dem Trend, Short-Position, check. So, dann haben wir gleich mal das Thema, weil es gerade hier passt, Thema Ziel erreichen. Ja, ich persönlich ziehe das erste Ziel etwa hier in diesem Bereich.
Hier unten, wo diese Gaps sind. Ich denke, dass der Kurs bis dahin laufen kann. Das ist jetzt hier auch mal nur rein qualitativ. Das heißt, ich habe hier auch ein Ziel, dass, wenn die Position eröffnet wird, relativ einfach erreicht werden kann. Vom Timeframe her bin ich im Weekly, ich persönlich würde es im Daily traden, ja, man kann sich das mal im Daily angucken. Das Setup im Weekly, ja, jetzt nochmal kurz, Entschuldigung fürs Hin- und Herschalten, das ist jetzt nicht das Mörder-Ding, ja, also das ist jetzt nicht die ewige Range. Das heißt, vom Timeframe her, weil ich das vorher angesprochen habe, wird der vielleicht, wenn es blöd läuft, eine Woche oder etwas mehr laufen, wenn er sich entwickelt. Das heißt, das ist schon noch in Ordnung und ich würde mein Risiko jetzt hier überwiegend im Daily anpassen, also meine Einstiegsgröße anpassen, das ist jetzt so der Übergang dazu, ja, und dann entsprechend hier nichts verändern. Wenn ich jetzt sage, okay, mein Ziel ist hier unten und mein Stop-Loss ist hier oben, ja, dann wisst ihr, dass wenn das jetzt bis hier runterlaufen würde, dass das ewig dauern würde, bis die herunterkommen würde. Das kann über Monate hingehen. Das heißt, wir werden ewig in dieser Position eingekauft und ich würde hier ein bisschen aufs Risiko achten und das ein bisschen minimieren. Ja, also jetzt nicht so stark gewichten, wie zum Beispiel gegen den Trend zu handeln. Aber ich würde so diese Position dann, wenn wir so eine Reason Range haben, die wir traden möchten, verringern. Ja, so. Das heißt, wir haben ein Ziel, das ungefähr hier liegt. Wir haben einen Stop-Loss. Den gucken wir uns jetzt an. Und den Stop-Loss, den würde ich jetzt persönlich hier etwa in diesem Bereich anlegen. Das heißt, das ist jetzt auch wieder nur qualitativ. Hier irgendwo an dieser Zone orientiere ich mich mit dem Stop-Loss. Ich kann ihn ja noch ein bisschen runterschieben. So, gut. Fundamental wissen wir, Euro-US-Dollar ist schwierig. Ja, alles so ein bisschen short-orientiert. Gut. Das heißt, vom Risiko her, wie ich die Position eröffnen würde, wenn sie hier zu unserem Einstieg kommt, ist vom Risiko her relativ neutral. Ich würde meine 1% nehmen hier dafür. Ja? Und wir handeln mit dem Trend. Fundamental ist auf unserer Seite, die Position wird nicht ewig laufen, voraussichtlich. Ja? Die Gewinnzone ist einigermaßen erreichbar. Das heißt 1%. Was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass wir uns den Stop-Loss ansehen. Ja, und das ist jetzt genau der Übergang, wie wir unsere Einstiegsgröße bestimmen. Also nur nochmal zur Differenzierung. Der ganze Weg bis hierhin war nur eine Überlegung, wie viel Risiko ich diesem Trade gebe. Das heißt, diese Faktoren, die wir jetzt durchgegangen sind, die waren ausschlaggebend, ob ich da zum Beispiel mit 1% von meinem Kapital oder mit 0,5% des Kapitals einsteige oder mit 2 oder mit 3 oder was auch immer, ja. Was wir jetzt machen, ist, dass wir gucken, wie groß die Einstiegsgröße ist, damit wir dieses Setup mit 1% handeln können. Was wir dazu machen, ist relativ einfach. Und zwar, ich gucke mir charttechnisch an, wo ich den Stop-Loss hier anlege. Ja? Das sind in unserem Fall jetzt, sagen wir mal, 100 Pips Abstand. Ja? Also das heißt, vom Einstieg hier hoch negativ wären 100 Pips Abstand, die wir jetzt hier verlieren würden, wenn der Kurs hier weiter long geht. Und hier oben an diesem Stop-Loss möchte ich nur 1% meines Kapitals verlieren. Ja? Wie finden wir das raus? Das heißt, der Stop-Loss ist vorgegeben. Wir haben das Asset, ja, also den Euro-US-Dollar, das Produkt, das wir handeln. Das heißt, die einzige Variable ist, welche, die wir machen können. Fangfrage an den Chat. Stop-Loss-Range, 100 Pips und Weekly 1% Risiko. Was ist die einzige Variable, die wir verändern können? Ich habe es euch eigentlich schon vorausgenommen. Ja? Also schreibt es mal in den Chat, dann zeige ich euch das nämlich, wie man das machen kann. Den Einstieg, der Einstieg ist fix, Horst. Der Einstieg ist hier. Ja? Und das Stop-Loss, den haben wir aus der Charttechnik raus. Du meinst wahrscheinlich das Richtige, hast es aber nicht ganz hingeschrieben. Unser Ziel ist auch einigermaßen vorgegeben. Das würde jetzt in diesem Fall hier unten liegen mit einem Verhältnis von 2 zu 5, was auch immer. Ja? Ich nehme es einfach mal vorweg, die Einstiegsgröße. Ja? Und was ich dazu mache, ist, dass ich hier auf members.kagel gehe, Kagels gehe, Entschuldigung, das ist unser Mitgliederbereich und hier oben gibt es den Forex-Risikorechner. Und das allererste, was ich mache, ist, dass ich hier auf Euro stelle, weil mein Konto ist in Euro. Ja? Und dass ich jetzt hier mein Kapital eingebe. Was haben wir denn? Wir haben jetzt einfach mal 1.000 Euro auf diesem Konto. Okay? Unser Risk, das wir haben möchten, maximal, ist 1%. Man kann auch hier mit Swap auf Money drücken, dann könnte man hier auch 10 reinschreiben. Ansonsten ist es 1%.
Der Stop-Loss in Pips, den haben wir uns rausgesucht, ja, im Chart. Der wäre bei 100. Wahrscheinlich fast ein bisschen zu klein. Ich nehme mal eine 0 noch dazu. 10.000, dann ist es ein bisschen aufschlussreicher. Also 10.000 ist unser Konto groß. 1% Risiko. Stop-Loss sind 100 Pips. Der aktuelle Preis, hier gehört rein, wo wir das Ding eröffnen. Ich schreibe jetzt einfach mal einen Preis von 1,09 hin. Ist nicht hundertprozentig richtig. Dann nehmt ihr einfach den Preis, wo na doch, das ist sogar ziemlich richtig. Also sehr schön. Den Preis, wo ihr euren Einstieg einlegt. Ja? Und dann drückt ihr auf Calculate und dann gibt euch dieser Rechner Folgendes aus. Und zwar ein Risiko von 100 Euro. Ist logisch, wir haben ein Konto von 10.000. 1% sind 100 Euro. Das sind die hier. Das sind die Units, die ihr kauft. Die variieren natürlich von Produkt zu Produkt. In diesem Fall wären es 10.900. Und wenn ihr das als Einsatzgröße eingeben müsstet, dann wären es jetzt hier entweder ein Mini-Lot, also 0,1 Lot, oder eben 0,11 Lot, also 11 Mikrolots. Ja? Also diese letzte Zahl hier unten ist immer genauer. Das heißt jetzt nicht, dass ihr ein Mini-Lot und 11 Mikrolots eingibt, das wird doppelt gemoppelt. Ja? Das zeigt euch quasi an, jeweils auf das ganze Lot, also auf das ganze Lot, auf das ganze Mini-Lot oder die ganzen Mikrolots. Ja? Und hier wären es 0,11 Mikrolot. Okay? Das könnt ihr natürlich genauso machen, indem ihr hier 100 Euro eingebt, wenn euch das mit dem 1% Risk zu blöd ist. Was passiert ist, dass quasi das Money hier oben und das Risk Percentage hier unten sich verändert. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel 200 eingeben und auf Calculate drücken, dann wären wir bei 2% Risiko, dann hätten wir jetzt eben 22 Mikrolots. So, das heißt, wenn der Stop-Loss erreicht wird, dann würden wir eben diese 200 Euro verlieren. So, das heißt, mit diesem ganzen Vorgerede, was ich euch gesagt habe, mit diesem Checkplan, den man durchläuft, überlege ich mir, wie viel ich hier eingebe, wie viel Geld ich hier bereit bin, für dieses Setup einzusetzen. Ja? Also zum Beispiel, ich kann sagen, 50 Euro. Ja? Calculate, dann wären wir bei 0,05 Mikrolots. Das stimmt nicht, das wird immer aufgerundet ab 5. Ja? Ich würde immer das Unterste nehmen, das ist schon am genauesten. Das hier rundet leider auf. Ja, macht das Programm halt so. Das heißt, ich habe mir diesen ganzen Weg davor überlegt, wie viel Risiko ich bereit bin, für dieses Setup einzugehen. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, dieses Setup zu planen, hier im Euro-US-Dollar meinen Stop-Loss anzulegen, wo ich sage, das macht Sinn, und jetzt herzugehen und auszurechnen, wie groß die Einsatzgröße ist. Und das ist letztendlich das, was ich variiere. Es macht wenig Sinn, die Einsatzgröße immer gleich zu lassen und den Stop-Loss zu variieren, weil dann haben wir andere Verluste. Ja, dann, also bei einem Lot Einsatz 10 Pips 100 Euro, bei 20 Pips 200 Euro, 300 Euro. Es macht keinen Sinn. Ja? Also du musst das eine runter und das andere hoch, damit das Risiko gleich bleibt. Ja? Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Also es waren zwei große Bereiche, die ich euch mitgeben wollte. Das heißt, einmal zu überlegen, wie viel Risiko gehe ich prinzipiell von meinem Kapital ein, und im zweiten Teil möchte ich quasi wissen, wie groß ist die Einstiegsgröße für dieses Setup? Könnt ihr das nachvollziehen? Ansonsten habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Der Sven hat vorhin gefragt, switchst du also mit dem Risiko mal 1% und mal 2%? Ganz klar. Also es kommt natürlich ganz darauf an, mit welchem Konto, das ich unterwegs bin, mit diesem kleinen Live-Trading-Konto, das wir haben, da bin ich weit über 1% drüber. Ja? Und da habe ich ein bisschen mehr drin. Je größer das Konto wird, desto kleiner lasse ich das Risiko. Ja, also warum auch nicht dann nie mehr als 0,5% eingehen, wenn die Einsatzgröße für die Gewinne reicht. Ja, also wenn du zum Beispiel bei einem 10.000-Euro-Konto mit einem Lot einsteigen kannst, dann sind das gute Gewinne, die sich da entwickeln. Es macht keinen Sinn, beim 50.000-Euro-Konto unbedingt mit so viel mehr einzusteigen, meiner Meinung nach. Ja? Ich würde eher noch das Risiko geringer nehmen und dafür mit anderen Techniken arbeiten. Zum Beispiel pyramidisieren ist zum Beispiel so eine Sache, die ich sehr, sehr klasse finde. Ja, also mehrere Positionen übereinander zu schlichten. Wie kann ich das mit CFD kalkulieren? Das Thema hatten wir auch schon. Das ist so gar nicht so easy. Ja, da gibt es zum Beispiel Terminals für den MetaTrader, den ihr euch holen könnt. Und einige Broker bieten das an, ja, wie ihr das kalkulieren geht. Ihr könnt auch bei uns ein bisschen gucken auf der Website, aber so einen Rechner habe ich jetzt hier nur für Forex überwiegend da, ja.
Da gibt es so eine Terminal-Erweiterung. Ja? Also zum Beispiel mit GFD gibt es das, da kann man das eingeben. Ansonsten müsst ihr euch da, wenn ihr nicht wisst, wie ihr es anders machen soll, einfach ein Demo-Konto machen und gucken, was passiert. Ja? Also ihr könnt natürlich recherchieren, ja, was ein Kontrakt ist oder was auch immer, wie groß das ist und wie ihr das ausrechnet. Ja? Aber ich kann es euch nur sagen, was ich damals gemacht habe. Ich habe mir angeguckt, wie sich die Gewinne und die Verluste entwickeln und habe dann irgendwann ein Gefühl dafür entwickelt. Und diesen Prozess, den ich jetzt hier mache, dass ich eben dieses Risiko ausrechne, das machen wir für die Signale. Ich persönlich für mich mache es nicht, weil ich kann es ungefähr abschätzen im Forex. Das stimmt dann auch nicht immer. Also ich gehe jetzt nicht immer 1% ein, sondern es wird wahrscheinlich irgendwas dazwischen sein. Ja, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Und verschwimmt dann so ein bisschen. Aber prinzipiell müsst ihr da einfach mal ein bisschen recherchieren. Ja, das ist natürlich abhängig, welches Produkt ihr handelt. Ja, also Aktien, Indizes, das ist immer wieder vom Risiko ein bisschen anders. Genau, also nochmal. Der eine Part war komplett das Thema, wie viel riskiere ich? Und das andere war, wie setze ich das um? Genau, ansonsten habt ihr hier zum Schluss nochmal meine Kontaktdaten, wenn ihr Fragen habt. Das war wieder ein Haufen Zeug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich versuche euch immer auf diese halbe Stunde so viel mitzugeben wie irgendwie möglich. Entschuldigt bitte das Rumschieben, aber ich habe hier von Zoom heute so ein Overlay und habe mich hier ein paar Mal verklickt, war nicht beabsichtigt. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ihr bekommt von mir morgen um die gleiche Zeit eine E-Mail, da könnt ihr mir gerne Feedback dazu geben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mich mit einer Bewertung unterstützt. Das alles, was ihr habt, ist kostenlos für euch, das soll es auch bleiben. Und wir freuen uns natürlich, vor allem ich freue mich, wenn ihr uns entsprechend mit einer positiven oder netten Bewertung unterstützt. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, meine Kontaktdaten sind da. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.